Ja, hallo Freunde, hier ein neues Video auf meinem Kanal Syntoriel. Ich habe hier so ein schönes MPK 249 von Akai und das hat ja ganz viele tausend Knöpfe und schöne viele Controller und Buttons und Fader. Ja, das Ganze unter Bitwig zu verwenden ist eigentlich nicht schwer, wenn man weiß wie. Und das möchte ich jetzt schnell zeigen. Zum einen gibt es natürlich hier von Akai schon fest einprogrammiert hier dieses Skript oder weiß ich gar nicht, also die Konfiguration des Keyboards haben wir einmal im Keyboard selbst auf Preset Nummer 6, Bitwig. Das ist schon mal wichtig. Zum anderen muss ich natürlich in meiner DAW, also hier jetzt in Bitwig, unter Settings Controllers den Controller einstellen. Ich nehme den jetzt mal hier wieder weg und sage Add und gehe hier unter Akai und habe hier, sieh da, nichts Richtiges dabei. Ja. Jetzt könnte ich zwar das MPK 49 machen, aber geht auch, aber dann habe ich hier meine ganzen Zusatzoptionen nicht am Laufen. Aus diesem Grund zeige ich euch jetzt, wie es geht. Also, Webbrowser öffnen, die Webseite von Akai suchen. Diese heißt akaipro.com. Und hier gehe ich dann unter Products auf Keyboards und suche mir dann das MPK 249 heraus, was genau meine 1 ist. Und hier gibt es dann eine Rubrik Downloads und unter diesen Downloads gibt es eben hier auch das MPK 249 Bitwig Scripts Version 1.08. Heute am 14.04.2019, so der letzte Stand. Die sind auch gar nicht groß. Lade ich mir runter. Wenn dann das passiert ist, habe ich hier unter Downloads hier diese Datei MPK. Die extrahiere ich und in diesem Ordner sind wieder zwei Ordner, einmal für macOS. Das interessiert mich nicht, ich bin hier auf Windows 10. Einmal diesen MPK 2 Series. Den schneide ich mir aus. Und dann gehe ich auf den, ja, wie soll ich sagen, den Ordner, wo Bitwig seine Konfigurationen und Studio-Gedöns und was weiß ich alles hat. Das ist unter Dokumente, Bitwig Studio. Dann gibt es hier einen Ordner Controller Scripts. Der ist jetzt leer. Da füge ich diesen Ordner ein mit den ganzen Dateien drin. Sollte dieser Ordner hier nicht unter Dokumente sein, dann könnt ihr auch gehen unter C, Benutzer, der Name des Benutzers. Und dann habt ihr eben auch wieder hier die Dokumente. Und jetzt sind wir genauso wieder da, wo ich gerade eben war. So. Und jetzt wird es ja spannend. Jetzt starte ich mal hier Bitwig. Ich habe hier die Version 2.5 ganz aktuell. Und nun gucken wir mal, ob hier schon irgendwas passiert. Ich starte hier üblicherweise mein Bitwig immer im Dashboard. Gehe ich jetzt hier auf die Settings, gehe auf die Controller. Und siehe da, er hat mir schon, ohne dass ich irgendwas mache, hier mein Akai MPK 249 hinzugefügt. Dann kann ich hier mein 49er schon wegmachen. Und er hat mir das netterweise auch schon, wie soll ich sagen, geroutet, dass die MIDI-In und Outs verbunden sind. Ja, das ist schön.
Was mich jetzt hier nur ein bisschen wundert. Ist die Tatsache, dass hier nichts leuchtet. Aber muss auch nicht. Wie man sieht, ich habe hier wunderschön die Trampets belegt. Jetzt lege ich auch mal, jetzt lege ich hier auch mal ein Instrument drauf, das üblicherweise Trampets benutzt. Und ja, geht. Gut. Für alle von euch, die es nicht wissen, was ist jetzt das Tolle dran? Zum einen gehen natürlich diese ganzen Knöpfe hier. Zusätzlich natürlich auch zur Tastatur. Ich habe hier S1, S2. Damit kann ich jetzt verschiedene Modes für diese Trumpets umschalten. Mit S1 bin ich jetzt im ganz normalen Instrumenten Drum Rig Mode. Sprich, ich spiele mit den Trumpets die MIDI-Noten. Wenn ich die S2-Taste drücke, bin ich im Clip Launcher Mode. Was jetzt natürlich wenig Sinn macht, weil ich nur einen Clip habe. Aber den kann ich jetzt auch starten. Jetzt könnte ich hier noch einen zweiten Rig aufnehmen, was ich jetzt nicht machen will. Sinnigerweise macht man das aber hier im Uiuiui, aufpassen. Hier so im Mix, in der Mixer-Ansicht, weil jetzt habe ich diese Lane, ist jetzt diese Lane. Sieht ja schon, wie das sensibel ist. Und wenn ich jetzt hier verschiedene, ich kopiere es mal einfach, mache hier ein bisschen Variation rein, verschiebt es immer so um einen Beat. Um einen Beat habe ich gesagt. Dann kann ich jetzt das, das erste, das zweite, und ich kann hier mit diesen Bank-Tasten, Bank A, Bank B, kann ich das nach unten schalten. Also jetzt bin ich in den ersten vier, jetzt bin ich bei 5 bis 8, jetzt bin ich bei 9 bis 13 und so weiter und so fort. 9 bis, ja, egal, ich kann nicht zählen jetzt. Wurst. Gut, das ist das eine, was funktioniert. Das andere, was wirklich toll ist, mache ich jetzt mal hier, dass er sich jetzt diese Makro-Tasten, dass die jetzt fokusabhängig sind. Sprich, das Instrument, das gerade ausgewählt ist. Gehe ich mal wieder hier hin. Nimm jetzt mal irgendein. Meine liebe Bassline, die 303. Lad mir hier ein Pattern rein. Rein. Wo sind wir denn? Ja, jetzt finde ich wieder nichts. Da sind wir. Und wenn ich jetzt hier an meinen Controller drehe, dreht er hier natürlich die Controller mit. Das liegt eben daran, dass ich hier mal ein Device-Setup gemacht habe. Und somit merkt er sich jetzt hier für diesen Akai Pro, merkt er sich jetzt die Zuordnung für diese MIDI-Zuweisungen. Das habe ich aber in einem anderen Video schon mal erklärt, wie es geht. Darum erkläre ich es jetzt hier nicht. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen anderen Kundendiensten aufmache, habe ich jetzt hier eben fokusabhängig
die Makro-Tasten dran. Wenn ich jetzt hier wieder auf den Fokus gehe, sind sie wieder da, ohne dass ich was machen muss. Das finde ich schon ganz nett, sollte man wissen. Ich habe einige Zeit gebraucht, um das herauszufinden. Drum mache ich jetzt eben dieses Video dazu. Nun gut, ihr habt gesehen, es ist überhaupt nicht schwer. Und ja, ich hoffe, irgendjemand da draußen hat es geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, das Video, trotzdem Daumen nach oben. Würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.